Ganz ausblenden konnte Joachim Löw die WM-Affäre nicht. Menschlich, so betont er, habe ihn der Rücktritt des DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach getroffen. Doch bei allen Störgeräuschen will der Bundestrainer den Fokus voll auf das Rendezvous mit dem EM-Gastgeber Frankreich richten. Frankreich, eine Mannschaft, die wirklich auch gespickt ist mit sehr, sehr guten Einzelspielern. Eine Mannschaft, die eine unglaubliche Dynamik ausstrahlt. Also eine Mannschaft, glaube ich, die zu den absoluten Top-Favoriten im nächsten Jahr zählt. Und von daher hat dieses Spiel natürlich auch für uns eine besondere Brisanz. Ein Spiel mit Brisanz. Trotzdem steht es unter dem Motto probieren. Einige Stammkräfte fehlen verletzt oder bekommen eine Pause. Löw möchte neue Varianten testen und hat dafür den alten Bekannten Mario Gomez und Neulinge wie Leroy Sané nominiert. Für mich, ganz ehrlich, Priorität. Probieren, sehen, Erkenntnisse sammeln, analysieren, lernen daraus. Wissen, was in der Vorbereitung zu tun ist, was auf uns zukommt. EM. EM-Gastgeber Frankreich hat sich im Vergleich zum Viertelfinalaus gegen das DFB-Team bei der WM verbessert. Die Mannschaft von Didier Deschamps ist reifer geworden und besticht durch ihre starke Offensive. Auch ohne Karim Benzema, der wegen des Sexskandals um Mathieu Valbuena fehlt. Das Spiel gegen Deutschland will die Equipe Tricolore als Standortbestimmung nutzen. Wir haben es mit dem Weltmeister zu tun und so treten sie auch auf. Es ist ein sehr wichtiger Gegner, vielleicht sogar der wichtigste, der größte, den man sich vorstellen kann. Daher werden wir einen Hinweis auf die Kräfteverhältnisse zwischen Deutschland und Frankreich bekommen. Frankreich gegen Deutschland, ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Zwei Top-Favoriten treffen im Finalstadion der EM aufeinander. Ein toller Vorgeschmack auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer. Thank you.